kommen bei Yvonne Ruth die Maus raus. Und hier dreht sich jetzt alles mal wieder um Einkäufe. Wir sind hier einmal im Lego-Store gewesen. Da hinten die Tüte, das ist einmal Primark. Und ich wollte euch einmal den Primark-Adventskalender zeigen und gleichzeitig einen kurzen Mix-Hole draus machen, weil es lohnt sich für mich einfach nicht, jetzt speziell dafür separate Videos zu drehen. Und eigentlich kommen die Videos auch ganz gut an, gerade wenn es auch mal Harry Potter ist. Und da fangen wir auch schon an beim Lego-Store. Es ist so, wenn ihr wie IP-Kunde seid im Lego-Store, das heißt einfach, ihr habt eine Kundenkarte vom Lego-Store und wir haben hier viele Lego-Stores. Wir haben einen in Essen, zwei Lego-Stores in Oberhausen, einmal im Zentrum, einmal bei dem Sea Life und so weiter. Dann könnt ihr eben Rabatte abkassieren, wenn ihr regelmäßig da kauft. Und ich kaufe gerne da, weil ich habe zum Beispiel die Weihnachtshäuser vom Disney Store und so. Da kann ich gerne auch mal ein Video zu drehen. Ich würde jetzt sagen, wir schauen einmal rein, was wir gekauft haben. Und zwar ist das einmal ein Harry Potter Adventskalender von Lego. Das ist aber Leos Adventskalender. Da bin ich ganz ehrlich, den mache ich nicht auf. Und das müsste ich auch alles zusammenbauen. Ich finde, da würde dieser Sinn des Adventskalenders für Leo zu komplett falsch sein und deswegen bleibt er so. Der wird nicht ausgepackt. Ich packe einen anderen Lego Adventskalender aus und zwar der vom Primark wollte ich gerne auspacken, aber dadurch, dass das ein Einkauf gestern war, packen wir das Ganze zusammen. Der sieht so aus und zwar ist das so ein Spiel im Prinzip mit so einem Kreis, so ein Kreisenspiel und Leo hatte letztes Jahr schon einen Adventskalender von Lego und ich freue mich mega darüber, dass er sich wieder einen ausgesucht hat, weil er hatte eigentlich Schokoladen-Adventskalender und wir hatten dadurch, dass wir regelmäßig beim Lego Store einkaufen, eine Gutscheinkarte von 45 Euro durch diese VIP-Punkte und dadurch hat uns dieser Adventskalender 0 Euro gekostet. Da wir aber 45 Euro hatten und der hat nur 30 gekostet, durfte sich Leon nochmal was aussuchen. Es sind Kleinigkeiten und zwar sind das hier so Lego-Bausteine und zwar in grün. Und jetzt fragt ihr euch, warum kaufen wir hier so einen Beutel mit grünen Bausteinen? Das liegt einfach daran, dass Leo sich gerne das Werder Bremen Stadion bauen will. Und das hat er gesehen, dass ein Kind, das auch auf YouTube ein Video dazu gemacht hat, wie es das gebaut hat. Und das fand er so toll und er ist ja ein richtiger Werder Bremen Fan und deswegen kaufen wir immer wieder diese Bausteine. Das ist gar nicht so preisgünstig, sag ich mal. So eine Tüte, das ist ja sonst immer ein Becher gewesen, kostet 17,90 Euro, glaube ich. Wir haben aber jetzt für diese Tüte 2,90 Euro, weil wir insgesamt ja 45 Euro hatten. Gut, das sind die Lego-Einkäufe. Im Prinzip haben wir 2,90 für alles zusammen bezahlt. Guter Deal, guter Preis. Und dann starten wir mit Primark. Wie ich immer sage, und das steht hier oben auch am Rand, wenn ihr diese Tasche heile habt, könnt ihr einfach hier oben das abschneiden, hier unten das abschneiden und habt Geschenkpapier. Ist eigentlich eine sinnvolle Sache aus so einem, ich sag mal, Verbrauchsgegenstand, etwas Nützliches zu machen. Gut, und dann starten wir direkt. Ich habe auch nicht viel gekauft im Primark, außer den Adventskalender. Ich habe für Irene einmal einen Terminplaner gekauft. Sie hat mich gefragt, ob, wenn ich das nächste Mal dahin gehe, ob ich ihr den mitbringe. Den hatte ich auch schon in einem Video. Ich zeige ihn deswegen nicht komplett. Der kostet 7 Euro, ist kein Preis für so ein tolles Teil. Und was haben wir hier noch? Leo wollte noch so Coca-Cola-Socken. Der hat Größe 36, das ist 37 bis 42, also groß, aber wir haben einen Trockner inzwischen seit gestern. Und den hat mein Mann in der Black Week jetzt gekauft und das läuft wahrscheinlich ein, weil die Socken gar nicht trockener geeignet sind. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was ich euch zeigen wollte. Es tut mir immer leid, wenn ich da so noch andere Sachen reinpacke, aber es lohnt sich nicht, für jede Sache extra ein Video zu machen. Und zwar reden wir hier von dem Harry Potter Adventskalender und ich freue mich, dass ich ihn gekauft habe. Er kostet 12 Euro. Und ich finde alleine tatsächlich das Design dieses Adventskalenders so phänomenal für 12 Euro, dass ich gesagt habe, ich kaufe ihn mir doch. Ich hatte beim letzten Mal, wie ich bei Primark war, noch überlegt, soll ich den kaufen, soll ich das zeigen? Und habe mich dagegen entschieden, weil hier drin sind einfach nur, ich sag mal, Zubehör für die Schule oder fürs Büro, Stifte, Kulis und so weiter im Harry Potter Design. Und ich war gestern dann im Primark und wir haben ja eben fast gar nichts gekauft. Und ich fand das Design immer noch so schön, weil, und das ist das Besondere daran,
dass die tatsächlich mal richtig kreativ waren. Und das finde ich so schön. Schaut mal bitte. Das ist ein Hammer Adventskalender, finde ich, für 12 Euro. Das könnt ihr füllen, wenn das leer ist, mit anderen Sachen. Ich werde da nichts reinfüllen, ich werde das so lassen. Ich öffne den auch, weil ich einfach gesagt habe, Leo hat seine Adventskalender, das packe ich aus und ich gebe ihm einfach die Sachen dann für die Schule, die er brauchen kann. Okay, ich würde sagen, wir starten mit der Nummer 1. Und der wird auch billiger wahrscheinlich jetzt nach dem ersten Advent. Ich weiß es gar nicht, ob die direkt reduzieren. Ist wahrscheinlich. Aber ich wollte ihn eigentlich vorher haben. Oh, das ist so süß. Okay, es geht schwierig raus. Und zwar haben wir hier drinnen einen Harry Potter Anspitzer. Leider ist das hier hinten nicht zu. Das finde ich tatsächlich von Nachteil. Ich habe das lieber, wenn das sich da drin fängt und man das am Mülleimer aufmachen kann. Trotzdem finde ich alleine dieses Design total sweet. Die Nummer 2. Und ich wollte eigentlich kein Unboxing von einem Adventskalender mehr machen, bin ich ganz ehrlich, weil ich habe schon so viele gemacht, aber 12 Euro. Wir haben hier einmal die Schlange von Slytherin. Ja, ne? Genau. Ich bin nicht der Experte, was Harry Potter angeht, obwohl ich die Filme gefühlte 30.000 Mal schon gesehen habe. Trotzdem hatte ich das einfach nicht. Ich weiß auch nicht warum. So, das nächste Produkt. Das sind die bösen Slytherin. Die Schlange. Das ist da, wo der Lord Voldemort bei ist. Hier haben wir einen Magnet. Das ist schön. Das ist so goldglänzend. Ich hoffe, das geht so richtig drauf. Aber ich glaube schon. Das ist ganz niedlich. Das kann man sich dann bei uns zum Beispiel an den Kühlschrank festmachen. Dann die 4. Das ist tatsächlich ein größeres Türchen. Okay, da haben wir von dem nächsten Haus einmal nochmal ein Radiergummi. Und sowas ist einfach jetzt mal, ich sag mal, brauchbar. Das sind brauchbare Artikel. Mein Sohn, der geht in die Schule, der ist noch in der Grundschule. Und das kann man auf jeden Fall brauchen. Dann haben wir die 5. Die habe ich aber eben schon gesehen. Jetzt sehe ich sie nicht mehr, wa? Kleinen Momento. 5. Da. Auch wieder ein größeres Türchen. Ich mag größere Türchen. Okay, das ist jetzt, finde ich, tatsächlich unnütze. Das ist sowas wie Teser oder Deko-Band. Da ist ja noch nicht mal ein Druck drauf. Das ist nicht schön gemacht, das ist nicht schön verpackt. Ganz ehrlich, das ist ein Produkt, wo ich jetzt sagen würde, überflüssig tue ich mal zur Seite. Dann haben wir die Nummer 6. Und da kommt was ganz nach meinem Geschmack. Das ist süß. So ein Kugelschreiber oder so ein Fineliner, würde ich sagen, ist das. Guck mal, das leuchtet direkt hier rein. In Blau. Ja. Dann haben wir die 7. Das Schlimmste ist echt immer, diese Türchen zu sehen. Das Öffnen, das ist ja überhaupt kein Problem und so. Und die kommen tatsächlich auch sehr gut raus. Da kann man nicht meckern, aber es ist, jedes Mal denkst du so, wo ist die Zahl? Das ist ein mega schönes Produkt. Ich mag es. Schaut mal bitte, da ist der Zauberstab. Und das finde ich so süß, so sweet. Kann man den auch aufmachen? Das ist sicher hier so ein Kuli-Kugelschreiber. Und eben in dieser Zauberstab-Optik. Sehr niedlich. Gefällt mir ganz gut. 7, 8. Ich habe so ein bisschen den Hang da drauf, wenn ich meine Türchen öffne, egal in welchem Kalender, ich mache die so unfassbar kaputt. Du kannst auch nicht mehr so tun, als wäre der nicht geöffnet worden. Bei mir reißt wirklich alles kaputt. Das ist hier so ein Textmarker in der Farbe Grün. Also es ist jetzt einfach so,
nützliches Zubehör für die Schule. Das würde ich jetzt wirklich auch wirklich nur so einem, ich sag mal, so einem kleinen Harry Potter-Fan kaufen für 12 Euro. Ich bin mir auch immer nicht ganz so sicher, ob es die 12 Euro für mich wert wäre. Das gucken wir dann ganz zum Schluss. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Dafür muss ich den ganzen Adventskalender gesehen haben. Dann haben wir die 9. Ravenclaw, Slytherin. Oh, da ist schon wieder der nächste Textmarker. Ganz niedlich. Dann die 10. Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Da ist die 10. Okay, ich habe sie gefunden. Das finde ich ganz niedlich. Das ist so ein, ich sag mal, Lesezeichen, Büroklammer-Lesezeichen. Das könnt ihr euch eben in der Seite, die ihr braucht, dran machen. Oder wenn ihr so Schnellhefte habt, eigentlich einfach nur zur Markierung als Hilfe. Was soll das sein? Bücher? Mein Gott. Ja, das ist so ein Stapel Bücher im Prinzip, ne? Dann haben wir die 11. Ah, das nächste Haus ist vertreten. Das ist einmal dieses hier. Ja. Dann machen wir mal die 12 auf. Und heute ist Freitag, also, aber ich lade dieses Video erst Samstag hoch. Es ist so, dass Sonntag dann das Ende der Verlosung ist. Wir beenden dann das Ganze und ich freue mich eigentlich auch schon ein klein bisschen drauf. Dann die Sachen. Okay, da ist nichts drin. Da war mit Sicherheit was drin und das ist vielleicht jetzt hier irgendwie verschoben. Das taucht sicher woanders auf. Hier in dem Türchen ist jetzt nichts drinnen. Wir gucken gleich mal, ob das vielleicht einfach woanders ist. Ist nicht schlimm. Und dann sind wir schon bei der 13. Und ich finde das ganz süß. Ich mag Verlosungen und ich bin so ein kleiner Fan davon. Ich mache immer wieder zwischendurch spontan Verlosungen, weil ich einfach just for fun das machen will und nicht, weil man es machen muss. Okay, dann haben wir das hier dran und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß nicht, ach, das sind so, deswegen ist auch dieses Styropor dahinter oder dieses, das sind so kleine Piekser. Ach, kennt man das noch früher? Diese Kork, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch hat, diese Kork Bilderrahmen, Dinger, wo man das dran machen kann zum Spicken von Nachrichten, Erinnerungen und so. Ist ganz süß, aber ist jetzt wegen dem Stern und so. Ich weiß gar nicht, was das soll jetzt. Das erinnert mich an nichts und ich habe alle Filme mehrmals gesehen. Gut, die 14 haben wir. Also es ist schon ein bisschen auch Krusch drin, ne? Ich glaube, dass ein Kind, und ich würde jetzt mal ausgehen, das ist für ein Kind im Alter von 9, 8, also sagen wir mal von 8 bis 12, wird sich nicht über jedes Türchen freuen. Dann haben wir hier wieder so ein schönes kleines Magnet. Das ist diesmal in der Optik von diesem Adventskalender. Das finde ich schön als Erinnerung einfach dran. Und dann sind wir bei der 15. Tatsächlich klappt das Auspacken der Adventskalender nach all den Videos jetzt auch ein bisschen besser. Die Nervosität baut langsam ab, auch wenn es zum Schluss immer dann... Ich mache das jedes Mal so unfassbar kaputt, diesen blöden Adventskalender. Dann habt ihr hier so ein Spickerblöckchen zum Notieren von Botschaften. Auch wieder hier mit dem Hogwarts-Schloss. Ich finde das ganz süß. Ist mega niedlich und das ist wirklich etwas, wo ich jetzt sage, da bin ich kein Experte für, aber würdest du meinen Sohn fragen, der macht so, sogar Quiz mit inzwischen, mit so Harry Potter Quiz und so und findet das so toll und der könnte euch jede Frage zu jedem Haus, glaube ich, beantworten. So, 5, dann 15, dann haben wir 16. Zur Erklärung, warum heißt dieser Kanal Yvonne holt die Maus raus? Das liegt an einem Umstand, dass ich eben ein Disney-Fan bin und wie ich diesen Kanal gegründet habe, habe ich gesagt, wenn, dann möchte ich eigentlich eine Widerspiegelung von
Ich mag Disney und das ist das eben, ne? Die wollen mit die Maus raus, die Mickey Maus. Im Prinzip angespielt und damit ich nicht aus Lizenzgründen von dem lieben, von der Firma Disney einen drüber kriege, habe ich das so gemacht. Das hier ist so ein kleiner Stempel für, ja, für eure Blöcke hier. Das könnt ihr dann hier drauf machen. Ihr kennt das. Ich meine, das ist ja jetzt kein Neuland. Aber ich finde es ganz süß. 16. Dann haben wir 17. Und ich bin ganz ehrlich, im Moment schaffe ich keine Antworten mehr auf eure Kommentare. Das liegt einfach daran, hier schon wieder, ach, das ist verschont. Das sind so wieder Markierungshilfen. Also so zwei Stück sind hier drin, finde ich ganz süß. Aber es hat für mich nichts mit Harry Potter zu tun. Jetzt sind wir jetzt auch ganz ehrlich, man muss das ja auch wirklich sagen, ist das okay, ist das nicht okay. Und dann haben wir die 18. Und ich habe das einfach nicht. Ich muss jetzt arbeiten diese Woche und ich muss auch Freitag, Samstag, Montag, Mittwoch arbeiten. Das heißt, das sind Post-its. Da schaffe ich das nicht zwischendurch noch da und da und da. Manchmal gucke ich drüber, ich lese alles. Ich finde das süß. Ich mag das, wenn viele Leute kommentieren. Manchmal schreibe ich Leute auch privat, wenn ich weiß, ich habe sie per Instagram an und so. Aber mehr schaffe ich leider im Moment nicht. Okay, die Post-its sind ganz gut. Ich finde die ganz knuffig. Ich finde sie brauchbar. Auch für die Schule zum Mitnehmen ganz, ganz, ganz süß. Das sind 18. Dann sind das 19. Oh, das finde ich mega süß. Und inzwischen ist der Kalender komplett kaputt gebrochen. Sehr gut gemacht, Yvonne. Du bist ein Profi im Öffnen. Das sind einfach hier Bleistifte im Design von diesem Adventskalender. Ich halte es mal so ein bisschen dran. Vielleicht erkennt man ein bisschen. Da ist eben so ein bisschen die Häuser drauf. Der Zauberhut ist da drauf. Ich finde es ganz süß. Und ich mag es auch, das Design, die Farbe, dass das so schön blau ist. Es ist wirklich süß. So, dann haben wir die 20. Und deswegen wollte ich ihn eigentlich nicht kaufen, weil ich mir nicht sicher war, ob dieses komplette Produkt mir gefallen. Ich habe kurz drüber geguckt, dachte so, okay, 12 Euro und Kuli und Füllmaterial. Oh, das ist ganz süß. Hier ist so Klammern wieder. Aber es sind nicht nur einer, es sind insgesamt 4 Stück von diesen Klammern. Zwei immer in gleicher Form. Ja, passt. So, 20, dann sind wir bei 21. Ich sehe das jetzt nicht als Erwachsener, dass ich irgendwie sage, ich als Erwachsener muss das super toll finden. Ich finde jetzt gerade, ist die Meinung so in der kindlichen Richtung für einen 9-Jährigen, 10-Jährigen, 11-Jährigen, finde ich das ganz süß und nicht alles, aber vieles ist echt brauchbar. 20, 21 und ich glaube, einem Kind sagt man ja auch nicht, das hat jetzt irgendwie, ich sag mal, 12 Euro gekostet und es muss jetzt irgendwie den Wert wieder haben. Man will einfach dieses Kind glücklich haben und es gibt auch sowas wie Elsa-Kalender und so, ganz ehrlich, was ist da drin? Ne? Auch oft Kusch, aber die Kinder lieben es. Dann haben wir hier einmal ein Lineal und das finde ich sehr schön gearbeitet. Ihr seht das in diesem goldenen, glänzenden Paket, gefällt mir ganz gut. Ganz süß. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Mal gucken. Dann sind wir bei, es hat insgesamt 25 Türchen, nicht 24 Türchen. Dann sind wir bei der, eine To-Do-Liste, wie süß. Ich hoffe, ich krieg's raus. Okay. Finde ich ganz niedlich. Mit dem Schulbus. Auch so süß die Szene, ne? So, 22, dann haben wir die 23. Ach, wie süß. Das mag ich, das mag ich. Das finde ich mega niedlich. Ist jetzt hier wieder so ein, ich sag mal, ein 1-Euro-Artikel oder weniger. Das ist gefüllt mit Stickers.
Und natürlich hier nochmal so Klemmerchen. Also wenn ihr den Kalender fertig habt, habt ihr auf jeden Fall für eure Kinder genug Klemmerchen. Das passt. Das soll so ein Blitz sein. Sehr cool. 23. Dann kommen wir zu der offiziellen 24. 24 wäre bei uns normalerweise das Highlight-Produkt. Ist es hier tatsächlich dann nicht. Das nächste Haus zeigt sich. Ich muss sagen, die Radiergummis hauen mich jetzt nicht um. Die sind sehr einfach gehalten, aber es ist auch nur ein Radiergummi. Oh Mann, das macht im Video. Aber es ist okay, es ist okay. So, und dann sind wir auch schon bei der 25. Das Video ist jetzt gleich vorbei. 20 Minuten on top für einen Harry Potter Adventskalender von Primark. 12 Euro kostet dieser. Wartet ihr noch ein paar Tage nach dem Advent, wird es mit Sicherheit billiger. Büchlein als Highlight-Produkt, die 25, relativ klein, wenn wir mal einen Stift daneben halten, seht ihr das, es ist wirklich ein Mini-Büchlein, einfach zum Reinschreiben für Notizen und Co. Und dann haben wir den quasi komplett zerstört und das ist das, was ich meine. Ich zerstöre immer komplett alle Adventskalender. Es ist eine Katastrophe. Das habe ich mir tatsächlich auch nicht so gedacht, wie ich damit angefangen habe, dass ich der Zerstörer von sämtlichen Adventskalendern bin. Aber nun kommen wir mal zu den Produkten. Was ist brauchbar, was ist nicht so gut? Also ich muss sagen, das flecht mich jetzt nicht so. Das sind für mich 10 Cent Artikel, aber man muss überlegen, es kostet 12 Euro, ihr habt 24 Türchen und es ist im Prinzip Kleinkram. Sehen wir es aus der Sicht eines Kindes, glaube ich wirklich, dass das Kind, wenn es im Grundschulalter ist, gehen wir einfach mal vom Grundschulalter aus, dass das sich wirklich extrem darüber freut, ein Kuli im Zauberstabform zu haben, ein Lineal im Zauberstab, Post-its im Design aller Häuser, finde ich richtig schön. Die Klammern sind mit Sicherheit nützlich, weiß ich nicht, würde ich mal annehmen. Und natürlich, sowas liebt mein Sohn hier. Da ist er im Moment auf den Geschmack gekommen bei Textmarkern. Und ein Stempelkissen, davon hätten die, glaube ich, in meinen Augen mehr reintun können, weil Kinder stempeln ohne Ende unfassbar gerne. Das habe ich selber total gerne gemacht. Das Lineal ist auf jeden Fall auch brauchbar. Absolut, ich finde das ein wirkliches Highlight. Das und sowas hier und schon ein Büchlein. Finde ich ganz süß. Fazit des ganzen Adventskalenders ist für mich speziell als Person. Als Eltern kaufst du es. Ich sage dir, wenn das Kind Harry Potter mag oder liebt für 12 Euro und wenn es noch nicht mal den ganzen Wert übersteigt, das ist anders als wie Erwachsenen-Adventskalender, da erwartest du, dass der Wert so unfassbar gut ist und dass das sich lohnt und dass da großartige Produkte drin ist. Ich würde sagen, dass ein Kind, egal in welchem Alter sich, also Grundschule, sich sehr drüber freut und ich finde es einen nützlichen Adventskalender, einen sinnvollen. Ich bin aber immer noch Variante knallt ruf und bau was zusammen jeden Tag. Ich muss sagen, ich mag es einfach. Ich mag das, wenn jeden Tag irgendwie was zum Zusammenbauen ist. Ich bin aber auch, wie ihr merkt, ein totaler Lego-Fan. Ich habe ganz viel von Lego. Wir haben viel zusammengebaut, Leo und ich, in den letzten Jahren. Und deswegen bevorzuge ich immer den hier, habe ihn aber trotzdem gekauft, weil ich gesagt habe, dann nimmt er einfach einen Teil der Sachen mit in die Schule und wird sich freuen, dass er tatsächlich ein Harry Potter Adventskalender Sachen drin hatte. Weil ich habe auch gesagt, das habe ich jetzt für mich gekauft, den Adventskalender bei Primark, mach damit ein Video und danach bekommst du die Produkte. Weil er hat sich ja seinen eigenen Adventskalender zum Zusammenbauen ausgesucht. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Ihr könnt sehr gerne, wenn ihr möchtet, diesen Kanal abonnieren. Ich sage ein herzlich willkommen, die neu dazukommen. Ich danke jedem, der auch bis heute treu in meinem Kanal geblieben ist. Ich sehe das immer, wie schön das kommentiert wird. Wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.